So, wir testen heute mal den GLA von Mercedes aus der A-Klasse-Familie. Schauen mal, wie viel Spaß man mit dem auf der Schwäbischen Alb haben kann. Ein bisschen die Hügel hochfahren in seinem gewohnten Terrain, wo er wohl am häufigsten zum Einsatz kommt. Also richtig fürs Gelände ist er nicht gemacht, wo er das auch schaffen sollte. Fährt sich sehr angenehm, die Automatik, kennt man von Mercedes. Praktisch sind auch die Schaltwippen. Die machen richtig Spaß, wenn man jetzt mal ein bisschen langsamer macht. Schalte ich jetzt vielleicht runter und gebe etwas Gas. Sieht ganz nett durch, würde ich sagen. Also Fahrverhalten wirklich schön. Das Fahrwerk, wir sind hoch, aber wenn ich hin und her wackel, kaum schwammig. Wirklich stabil. Fährt wunderschön den Berg hoch. Kaum Schaltverzögerung. Gutes Kurvenverhalten, recht steif, hätte ich nicht gedacht. Die Schaltwippen machen aber echt Spaß. Der Motor hat auch ordentlich Saft. Ganz ehrlich, Handschalter hat man ja früher genommen, dass man agiles Fahren hat. Aber das braucht man heutzutage gar nicht mehr. Früher waren halt die Automatikgetriebe sehr träge und langsam, haben sehr viel verbraucht, sehr viel Maximalgeschwindigkeit genommen. Da hat man dann einfach einen Handschalter genommen. Und heute ist es so, dass die Automatik wirklich deutlich schneller im Schalten. Klar, sie verbraucht ein bisschen mehr, aber auch nur im Optimum im Handschalter. Beim Handschalter fährt ja jeder individuell und die meisten machen einfach Fahrfehler. Wenn man auf Eco-Modus hat, dann schaltet der sehr schnell, sehr effizient, kann alle 7 Gänge gut nutzen. Also wirklich, ich tendiere zur Automatik. Ganz wichtig für den Praxistest vom GLA ist natürlich, können wir mit ihm zum Golfplatz fahren? Können wir mit ihm zur Driving Range fahren? Golfbag passt. Ich würde sagen, ein zweites passt auch problemlos rein. Wenn wir die Sitze umklappen, passt noch ein Trolley rein, zweiter Trolley rein. Tags gerettet. Jetzt kommen wir zu unserem wichtigsten Kriterium, und zwar die Lüfterklappen. Bei vielen Autoherstellern spart man hier am meisten. Da verwendet man leichtes, dünnes Plastik. Also man merkt wirklich, dass da dann an Qualität eingespart wird. Und man über Stückzahl ein bisschen was dazu verdienen will. Aber wie man hier sieht, mach mal den Test. Schönes Design, wie in der ganzen A-Klasse-Familie. Angelehnt an das Design aus dem SLS. Gut, ist auch Plastik, nicht Metall, aber man kann nicht alles haben in einem GLA. Es ist robust, nichts wackelt. Es fühlt sich nicht billig an, wie das ganze Interieur. Es fühlt sich hochwertig an, das Plastik ist in Ordnung, gut, man könnte sagen, es erinnert etwas stark an die letzte C-Klasse-Generation, aber ich denke, für einen Mini-Benz, nennen wir ihn mal, ist es vollkommen in Ordnung, das Lenkrad liegt gut in der Hand, es sieht alles top aus, so muss ein Interieur aussehen, man muss sagen, BMW und Audi sind gerade hinten dran. Lange war BMW wirklich führend im Interieurbereich, im Design wie in der Verarbeitung. Die Materialien waren besser als bei Audi und Mercedes, aber nun hat Mercedes aufgeholt. Man muss sagen, das sind die schönsten Interieurs, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Schon aber 40.000 Euro für eine bessere A-Klasse. Nicht wirklich. Ist schon happig. Mhm. 40.000. Das sind 4 Renault Twingo. Ja, wir müssen immer in der Twingo-Einheit rechnen. Der Twingo-Einheit. Wirklich die bessere A-Klasse, die gelungenere A-Klasse, die total Spaß macht, die noch praktischer ist. Und wer seinen ersten Benz kaufen will, dem sei zum GLA geraten. Denn der macht Spaß, man wird zufrieden sein, man wird wahrscheinlich in der Benz-Familie bleiben in der Zukunft. Tolles Auto.